Hallo liebe Malbegeisterte, in diesem Video zeigen wir euch, wie man Klebebordüren richtig aufbringt. Ihr braucht dazu eure Keramik und die Klebebordüre. Ihr sucht euch den Anfang, die Klebeseite kommt auf die Keramik rauf. Nun beginnt ihr schrittweise die Klebeseite anzudrücken und vorsichtig zieht ihr schrittweise die Papierseite weiter ab. Mit dem Finger drückt ihr dabei alle Stellen gut an. Man kann auch die Klebebordüre durchschneiden und nur gewisse Teile aufkleben, zum Beispiel eine Blume. Was wirklich wichtig ist, dass nach dem Aufkleben nochmal alle Stellen gut angedrückt werden. Gute Vorarbeit ist das A und O für ein gelungenes Projekt. Wie bei allen Keramiken wird auch hier dreimal Farbe aufgetragen. Die erste Schicht Farbe tragt ihr dabei großzügig auf. Wichtig, übermalt die Bordüre bitte komplett und nicht nur die Löcher, wo nachher Farbe bleiben soll. Mit dem zweiten Mal Farbe auftragen kann man beginnen, wenn man mit dem Finger die Farbe anfassen kann und nichts auf dem Finger zurückbleibt. Das heißt, nach dem ersten Anstrich müssen wir erstmal die Keramik etwas ruhen lassen, bis die Farbe angetrocknet ist. Nach dem Auftragen der dritten Schicht Farbe kann man die Klebebordüre abziehen, sobald man die Keramik anfassen kann. Und wichtig, die Farbe sollte noch nicht getrocknet sein. Sonst kann es sein, dass Farbreste sich mitlösen und dadurch das Ornament zerstört ist. Dafür nehmt ihr euch den Schaschlikspieß und versucht den Anfang der Bordüre zu finden. Gut ist, wenn ihr euch den vorher irgendwo gemerkt habt, meistens seht ihr aber schon, wo der Übergang ist. Vorsichtig löst ihr dann das Ende ab und zieht rundherum die Klebebordüre ab. Solltet ihr noch kleine Klebereste finden, die sich nicht gelöst haben, könnt ihr diese später mit dem Stäbchen weiter abkratzen. Solltet ihr irgendwo Farbe sehen, die unter die Bordüre gelaufen ist, lasst dort die Farbe einfach ganz trocknen und kratzt das später mit dem Stäbchen wieder ab. Ihr werdet dabei merken, je stärker die Keramik getrocknet ist, desto schwieriger lässt sich die Klebebordüre lösen. Deswegen achtet darauf, dass ihr sie möglichst schnell abzieht, nachdem ihr die dritte Schicht Farbe aufgetragen habt. Wenn ihr die Bordüre komplett abgezogen habt, könnt ihr mit einem Fächerpinsel die letzten Farbreste entfernen. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Lass uns gerne ein Like da und abonniere uns. Dadurch verpasst du kein neues Video. Alles Benötigte für dein eigenes Malprojekt findest du auf unserer Homepage. Stell dir dein individuelles Malpaket zusammen. Es kommt direkt zu dir nach Hause.